So, hallo zusammen, neuer Part Dreamfall. Wir sind hier in der Lagerhalle und da quälen sie einen. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir Scheißbot es ist bei hinter uns uns, da. ja? Kung-Fu-Scheißbot. Mr. London scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Irgendwie Zeichen, müssen oder wir da nicht? durch. Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Weil Naja, vorher du können wir natürlich nicht, nicht. dann seht ihr nichts. Hier ist noch etwas. Ist das? Ah, das Persönlichkeitsmodul. Aha. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind Um müde. Bring mir Scheißbot, es da hinter bist uns, ja? du. Mr. London scheint dich zu mögen, Tun wir Sozi. mal Gutes den Ding Zeichen, drin. oder nicht? Komm Fingerbot. jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach ASAP Hause. Robotics Naja, präsentiert du das natürlich ASAP nicht. Drone Wurf- und Fangpersönlichkeitsmodul. Konzipiert für gesundes Spielen. Wird hochgefahren. Bitte warten. Hey Champ, Willst du alles jetzt klar? Wollen wir eine reden? Runde Ball Ist schon spielen? spät, alle sind müde. Bring mir es hinter uns, ja? Kannst du jetzt da irgendwie? Mr. London scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Drang Komm ablenken. jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Schießt da mal Naja, du natürlich nicht. ein Bauergring da oder irgendetwas. Hier gibt's nichts zu fangen, Champ! Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind Ah! müde. Bring mir es hinter uns, ja? Muss der denn? Mr. London Komm scheint dich mal zu mit, mögen, Sozi. Scheißbot! Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red Hast du endlich. dem Dann kriegst du von mir eine gerade die Kugel in den Schädel Dings? und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Die, Kugelfahrt Oder ab. Schießt. Ja, Spielen Brumm, wir! es geht. Geh aus dem Weg! Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel! Das ist ein Home Run, Champ! Nein, das Ding hat eine starke elektrische Aha. Ladung. Das fasse ich nicht an. Willst du Ah, jetzt vielleicht kann ich da. reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Schockkugel. Mr. London Und wenn scheint ich dich hier zu den Draht mögen, drücke, kann ich Sozi. nicht da dran. Ah, Gutes Zeichen, oder nicht? ich muss doch Komm dranger jetzt, red schocken. endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in Ja, den Schädel ja. und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Ich muss dranger schocken, da. Der, wo mir im Weg ist, da. Ah, da. Willst du jetzt Um. reden? Ist schon Ort. spät, alle sind müde. Bring mir es Schock, hinter der da. uns, ja? Mr. London scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm Wo jetzt, red willst du endlich. hin? Dann kriegst du von mir eine Ach, Kugel in den Schädel Drang und wir redet gehen nicht. alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Muss ich jetzt den noch zum Dings machen? Ah, zum Schleichbot muss ich noch machen. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Bring mir's hinter uns, ja? Ey, Ich Scheiße! warte auf Ihren Befehl, Ma'am. Ich werde tun, was getan werden muss. Mr. London scheint dich zu Nee, mögen, Scheiße, Sozi. jetzt hat die Kugel Gutes Zeichen, okay. oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel Jetzt in hat den die Schädel und Kugel. wir gehen alle nach Hause. Da, Naja, du Gielei, jetzt natürlich hast du nicht. gehört. Was ist, Champ? Wollen wir eine Runde Ball spielen? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Außer Nein? Gang reich noch mal so nach Lösche. oben. Tatsch. Hat das wehgetan? Dann warte mal den nächsten. Spielen wir! Geh aus dem Weg! Oh. Was zur Hölle macht denn der Bot? Beweg deinen glänzenden Arsch, Rostkübel!
Also irgendetwas muss ich mit der Kugel machen. Das ist ein Home Run, Champ! Sie ist stark elektrisch aufgeladen. Beunruhigt mich ein bisschen, dass dieser letzte Bot mit Chance, dem Ding Baby. Rumhantiert, als es wäre nichts weiter. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Also, jetzt muss ich doch einen schocken mit dem. Muss ich voran? Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt ja, und schläfst mit probieren. Schmerzen leid. Na, was sagst du? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Set. Oi, Rostkübel. Wo willst du jetzt hat eigentlich hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt so und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Oder der Landen selber gerade. Oh nein, jetzt den Ball gebe ich nicht so einfach hey. Zurück, Champ. Zu spät, alle sind müde. Bring mir es hinter was uns, was stimmt ja? Dann? Mr. Landen scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes nein, Zeichen, oder das nicht? Ding hat eine starke elektrische komm, Ladung. Komm, jetzt red endlich. Das dann kriegst du an. Von was mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Henning, willst du jetzt ich hoffe, das ist das, was ich suche. Ist schon spät, ich muss alle die Lieferunterlagen einscannen bring und zurückverfolgen. Uns, ja? Scanne die Antimaterie, komm. Mr. Landen scheint dich aber zu da mögen, kann ich nicht Sozi. Durchschleichen. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle Scheiße. Nach Hause. Ja, zum Teufel bist naja, du? Du natürlich Scheiße. Nicht. Was willst du hier? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Ja, so, das geht nicht. Hat das wehgetan? Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerzen. Was machst du da, Bot? Wer hat dir erlaubt, sich vom Fleck zu rühren? Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind mit müde. Mit dem kann man auch nichts machen. Bring es hinter so uns, ja? So, Mr. Landen scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Naja, du natürlich nicht. Ich brauche was zu scannen. Ah, da, muss ich da dabei? Oh! Das ist es. Ich hoffe um Nelas Willen. Ja, es ist eine Antimateriekammer. Das ist es. Und wo ist die... Wattikop? Die wurden von der Wattikop hergestellt und Landen hat sie sich direkt ab Werk in China besorgt. Alles da, die gesamte Herstellungs- und Transportkette. Es ist genau wie Nela sagte. Diese arroganten Scheißkerle. Damit kriegen wir sie am Arsch. Aha. Was ist das? Antimaterie-Quittung. Gut. Ziele. Triff dich mit Hanna. Also. Gut. Dann kannst du mit der Bauer da durch das Alarmfeld durch. Ist das echt das? Das Alarmfeld deaktivieren. Ist das möglich? Letzte Chance, Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Ah, nein? Doch. Na schön. Verfluchte Scheiße. Das ist das dritte Mal diese Woche, dass wir ohne Saft dastehen. Ja, aber ich dachte, die Bullen hätten uns versprochen, dass man uns den Saft nicht mehr abdreht. Lee, schau mal nach dem Verteilerkasten.
Ciao, du machst einen Komplettcheck und vergewisserst dich, dass wir keine ungebetenen Gäste haben. Menschenfrau! Scheißbord, du bist wieder da! Rein technisch bin ich nie woanders gewesen. Da will ich nicht widersprechen. Ich bin einfach bloß froh, deine Stimme zu hören. Wieso? Weil... Na, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Sag, wie bist du... Scheiße, da kommt jemand. Scheiße, scheiße. Die werden mich finden. Ich kann helfen. Ich werde diese Menschen ablenken und für ihr weiteres Überleben sorgen. Bist du sicher? Danke, Scheißbord. Das ist lieb. Vergessen Sie mich nicht! Ich glaube, das könnte ich gar nicht, auch wenn ich es versuchen würde. Oh, ein Glück. Ich war sicher, die hätten dich geschnappt. Hätten sie fast. Hast du alles bekommen? Ich glaube schon. Das ist es, oder? Die Antimaterie? Das ist es. Aber sei vorsichtig, wenn das kaputt geht. Ja, vielen Dank. Mir ist schmerzlich bewusst, was passiert, wenn eine Antimateriebombe losgeht. Dieses Medikamentenpflaster und die Frisur habe ich mir nicht ausgesucht. Und wohin jetzt? Ins Inferno, zu Mira. Sie wird uns helfen, hoffe ich. Und beeilen wir uns lieber. Londons Männer suchen bestimmt nach uns. Komm mit, wir nehmen eine Abkürzung. Errungenschaft. Entwarnung. Komm schon. Wir sind direkt neben dem Inferno. Süße. Was zum Teufel Keine ist hier? Keine Zeit jetzt. Ich brauche deine... Was machst du denn hier? Sei mit? Still. Sei bitte einmal einfach still und hör zu. Okay. Ich höre. Ich brauche deine Hilfe. Davon hängt alles ab. Jetzt höre ich tatsächlich zu. Und neugierig bin ich auch. Das Ei ist bei mir eingebrochen. Sie haben versucht, mich zu verhaften oder zu töten. Das ist Hannah. Sie hat mich gerettet. Hallo. Wir kennen uns. Was hast du getan, verflucht nochmal? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es, weil ich mich in die eingeloggt habe und sie wissen, wer ich bin und was ich kann. Was du kannst? Ach, vergiss es. Wir haben Beweise dafür, dass Wotty hinter dem Terrorangriff steckt. Was zum Verfluchten? Es ist nicht zu fassen. Materie und Antimaterie. Ambiplasma. Bist du irre? Du hast mit Madachodna Anti... Dieselbe Antimaterie wie bei dem Angriff. Man hat das Manifest zu Unrecht beschuldigt. Das Gerät da bringt die Wattycop in Zusammenhang mit dem Bombenanschlag. Oh, diese verfluchten Madachods! Ich kann das analysieren, kann die Messwerte mit denen vom Anschlag vergleichen. Aber wie stellt man den Zusammenhang her? Ich habe da einen Tipp. Schon mal vorgehabt, ein kriminelles Imperium aufzubauen? Keine Papierspur hinterlassen. Wird das reichen, um Wotty für den Angriff dran zu kriegen? Vielleicht nicht. Aber Nila hat uns etwas dagelassen. Eine Aufzeichnung. Wir haben sie uns angeschaut. Sie ist ein bisschen beschädigt, aber wir dachten, du kannst sie vielleicht... Reparieren? Wahrscheinlich. Ich sehe sie mir mal an. Ohne Zugang zum Netz weiß ich zwar nicht, was das nützen soll. Gut, dass wir in den Gängen unten einen aktiven Zugangspunkt gefunden haben. Was bitte? Wie lange wart ihr denn da unten? Hannah zeigt dir, wie man hinkommt. Nimm das mit als Orientierungshilfe für unterwegs. Was mich betrifft, ich muss wieder in die Dreamtime, diesmal richtig. Ich hab's ja schon gesagt, Süße. Ich hab keine unlizenzierten Dream Machines. Wenn du dich mit einem normalen Dreamer einloggst, schnappen sie dich wahrscheinlich wieder. Aber ja, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ja, fass ich's denn. Ein unlizenzierter Dreamer. Was zauberst du sonst noch so hervor? Ein Kaninchen? Ein Dutzend weiße Tauben? Das ist alles. Ich muss das Ding jetzt benutzen, und zwar hier. Ich kann nirgends anders hin. Und bringt das dann Wotty zur Strecke? Und tritt genau die richtigen Leute in die richtigen Ärsche? Davon kannst du stark ausgehen. Dann pflanz dich mal aufs Sofa. Ach, eins noch. Jetzt nervst du aber, Süße. Erinnerst du dich an die Daten, von denen wir gesprochen haben? Hier. Jetzt hast du es in der Hand und du kommst auch nicht mehr raus aus der Nummer. Du weißt, was du tun musst. Ist doch klar, ich nutze den Zugangspunkt in den unterirdischen Gängen und schicke den Kram an Sully bei der Hand That Feeds. Okay.
Es wird aussehen, als schliefe ich nur. Aber wenn ich recht habe, wenn ich mich recht erinnere, werde ich woanders sein. Ihr dürft mich weder wecken noch abkoppeln. Ich muss einfach wissen, dass ich hier sicher bin. So sicher, wie man in Propast überhaupt sein kann, Süße. Versprochen. Passt du auf mich auf? Habe ich ja schon versprochen. Okay, dann mal los. Man sieht sich bald. Hoffe ich. Ups. Was ist denn jetzt los? Madachod, eine Scheiße. Wo ist sie hin? Tja, jetzt ist die verschissene Scheißkacke real am Dampfen. Jetzt ist spannend. Ein Dream-Welt. Kapitel 8, Crossings. Hier war ich schon mal. Bin ich da schon mal gewesen? Kann mich nicht besinnen. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Krähe? Was ist denn los? Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt. Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Hab ich nicht. Ich meine, okay, hab ich. Du stehst ja da. Also hab ich dich technisch gesehen gefunden. Aber ich hab dich nicht gesucht. Das ist mein Nest. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Naja, ein Teildach. Ein Dach, das mal eins war. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine, war's mal. Früher. Jetzt ist es eine Ruine. Das Journeyman? Natürlich. Was ist mit der Wirtin? Benrim. Sie war nett zu mir. Tot und begraben. Wie alle anderen, nehme ich an. Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Als ich dich das letzte Mal sah, machte es Puff, weg warst du. Die Einzelheiten sind immer noch etwas verschwommen. An vieles vom letzten Jahr kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Zadir war. Bin eben erst nach Makuria zurückgekommen. Daher auch, naja, diese Absteige. Zadir? Heimat der Asadi. Diese gepanzerten Leutchen mit aufregender Gesichtsbehaarung und einer schrecklichen Allergie gegen Magie. Ich erinnere mich an die Asadi. Wenn du ein sprechender Vogel bist an einem Ort, wo man die Jagd auf Magische als Sport betreibt, Mann, ich kann dir sagen, ich bin... Später vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Wieder eine neue Frisur, hä? Hey. Erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal, wieso kennst du meinen Traum? Es war auch mein Traum. Dringst du jetzt schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert. Aber es war sowas Ähnliches wie... Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst, ja, und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging es um, naja, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum, wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab was geträumt, das ist alles.
Es war wie eine große weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war der Nordpol? Das glaube ich kaum. Der Südpol? Abnaxos erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nee, nie von gehört. Aber die Purpurberge, die sollten doch leicht zu finden sein. Oh, du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon, Purpurberge. Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ja, nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt. Mir geht's alleine ganz prima. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Naxos hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Also mache ich mich mal auf den Weg. In die Purpurberge. Oh, so. So. Jetzt kann ich da das Zeug ein bisschen untersuchen. Und da im Schwätzen ist es gesehen, nicht können. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Aha. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Hause oder fahrt die Tür, ist die ja zu. Auch schon. Aber kann ich denn? Ich kann doch den Vogel da rausschicken, irgendwie, komm. Nicht? Es sieht nicht so aus, als würde sich noch jemand um diesen Ort kümmern. Ich meine, das ist ein richtiges Loch im Dach. Warte, wie komme ich hier raus? Hast du Flügel? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wenn nicht, keine Ahnung. Verstehe. Also hilf mir, kannst du da etwas greifen aus? Nein. Mal ein bisschen schauen, komm mal. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Ein Klinke. Ich habe da nichts dabei. Nein, mein Inventar ist leer. Dahinter. Dahinter etwas. Die Tür ist ja zu. Ja. Krähen. Kannst du etwas mit der Tür machen? Da? Nicht. Kannst du da nicht rausfliegen? Wenigstens regnet es nicht. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Finde einen Weg hinaus. Das kann ich nicht auftun, das Fenster. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Krähe muss aus einem Grund hier sein. Oder ich bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Das kann nicht nur Zufall sein. Ich meine, er ist in mein Traumvisionsdings geplatzt. Das bedeutet doch etwas. Oh, da ist etwas. Ah, kannst du mir das holen, Krähe? Das da.
Moment. Ich komme nicht her, hä? Metallener Gegenstand ist doch ein Türgriff. Kreien, Gang reich mir den Türgriff. Ab, Gang reich. Hier, so. Hey, Krähe, kannst du dir mal das Metalldings da oben anschauen? Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit ich hier ungestört... Oh, verstehe. Im Ernst? Die junge Dame hatte einmal Türgriff bestellt. Kommt sofort. Das ist super. Einmal Türgriff bestellt. Ja. Dankeschön. Cool. Ach, ich flasche mir die Reihe. Aha. Ah, Purpurberge, willkommen. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald kampieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Ich würde sagen, Letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon.